Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Roblox. Heute spielen wir den Bird Simulator und ich bin echt gespannt, was sich die Entwickler dieses Spieles in Roblox hier überlegt haben. Wenn ihr selber spielen wollt, Links wie in meiner Beschreibung, könnt ihr kostenlos spielen und los geht's. Da hinten hoppeln schon Häschen rum. Ich gehe einfach mal auf Start und gucke, was passiert. Ach du lieber Gott, was können wir denn alles auswählen? Play Modes, normal, sozial, realistic, challenging. Ich kann das auch für Token anlocken. Das möchte ich jetzt aber nicht. Es sei denn, hier ist ein Vogel bei, den ich unbedingt spiele. Was kostet denn der hier? 300 Tokens oder 1000 Robux? Nee, ist klar. Ein Mountain Quail. Eine Krähe. Eine Krähe. Naja, wir fangen einfach mal so an, wie man hier drin anfängt. Also den wählen wir aus. Und wie sage ich jetzt starten? Der Vogel, der du immer sein wolltest. So, wir können erstmal ganz normal hier uns umgucken. Was hier denn? Das Laufen sieht ein bisschen komisch aus. Das ist, glaube ich, gerade neu reingekommen. Wir können hier im Wasser ein bisschen unsere Füßchen baden natürlich. Aber was wir natürlich eigentlich wissen wollen, ist, wie fliegen wir? Dazu laufen wir hoch und wir fliegen los. Oh, ist das cool. Fliegen wie ein Vogel. Das ist ja ein Kindheitstraum. Was ist das denn hier für eine Blume? Kann ich da was mitmachen? Nicht. Okay, Space to Dive. Ah ja, so stürzen wir wieder ab. These are important. Autsch. Ich will jetzt nicht meine ganze Energie verschwenden. Also wir ernähren uns von, das sehen wir da unten, von Insekten. Von Insekten und Körnern. Habe ich doch schon vermutet. Und wir können Geräusche machen. Und das hier scheint irgendwie so ein Cliff zu sein. Moment, ich mag Pilze. Lecker Pilze. Aber das sind Fliegenpilze, da gehen wir lieber nicht ran. Aber wo kriegen wir denn jetzt Körner her? Oder kleine Insekten? Die müssten doch auch eigentlich bei so Fliegenpilzen rumsausen. Ich bin überfordert. So, da haben wir ein Level-Up bekommen. Und 15 Taler. Da hinten kriegt was rum. Ist das auch hier was zu fressen? Ja, das war was zu fressen. Ist das hier vorne auch was zum Fressen? Eine Schnecke. Die mag ich auch. Guck, siehst du? Und jetzt bin ich voll gefressen. Jetzt muss ich erstmal meinen Ranzen hier wieder hochkriegen. So, Wasser trinken müssen wir auch. Dann fliegen wir mal hier zum Fluss. Rums. Und gucken mal. Ja, wir können nicht nur baden, wir können hier auch ja, lecker Wasser saufen. Und da sind auch andere Spieler. Eben ist einer direkt neben mir gelandet, da habe ich mich total erschrocken. Wir können auch hier so gleiten. Das, was man immer, ja, wovon man eigentlich träumt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr als Kind Träume hattet. Oder vielleicht auch noch sogar als Erwachsener. Und einer der schönsten Träume ist ja immer, wenn man dann merkt, man kann fliegen. Man kann selber in die Luft steigen. Hey, Häschen. Nee. Ich bin kein Greifvogel. So viel steht schon mal fest. Ist aber auch cool gemacht, ne? Das ganze Gebiet hier, wie das aussieht, das ist schon sehr, sehr hübsch. Ein Marienkäfer, wie süß ist das denn bitte? Hallo? Na, kleiner Mann, kann ich dich auch fressen? Ich will dich... Ja, den kann ich auch fressen. Sehr schön. Entschuldigung. Wie hoch kann ich denn eigentlich hier fliegen? Ohne zu verhungern oder zu verdursten. Oh, ich muss noch was trinken. Bevor wir hier in gigantische Höhen steigen, sollte ich nochmal eben ein Getränk zu mir nehmen. Und dann würde ich mal gucken, ob wir hier oben auf so ein ganz hohen, auf so ein ganz hohes Bäumchen hochkommen und was das vielleicht bringt. Ob sie vielleicht auf den Bäumen was verbirgt. Keine Ahnung.
Oder wir dafür Punkte bekommen und Level-Ups. Was wir überhaupt mit diesen Level-Ups machen. Wir können ja, wir können ja damit andere Vögel dann freischalten. Das habe ich schon gesehen. Was ist das denn hier? Ah, das sind die Äste von dem Baum. Kann man in Roblox nicht immer sofort eindeutig erkennen? Ich weiß gar nicht, warum. Hier oben ist die Baumspitze. Da haben wir erstmal einen Überblick. Da können wir hier landen, wenn ich das geschickt mache. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaffe das vielleicht. Hallo? Ja, jetzt haben wir es. Jetzt können wir es mal umgucken hier. Also auf den anderen Bäumen sehe ich jetzt nichts, was wir da vielleicht eventuell entdecken könnten. Vielleicht sollen wir mal einfach nur in eine Richtung fliegen. Gucken, wo wir da landen. Könnt ihr auch schön gleiten und müssen nicht so viel Energie verschwenden. Im Moment sehe ich nicht, dass hier irgendwie auf den Bäumen möglicherweise was versteckt ist. Das fände ich eine coole Idee, ne? Dass man so Dinge auch erkunden kann. Aber in erster Linie verbrauchen wir jetzt hier Energie und müssen uns erstmal wieder was zu fressen suchen. Zum Beispiel hier eine leckere Schnecke. Mmh, erinnere ich, bin ich doch noch auf meine alten Tage zum Ferengi geworden und fange an, Schnecken zu fressen. Aber ich lasse mir die nicht vorkauen. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Oh, komm, weg mit dir. Oh. Pfui. Wo auch immer sich das Vieh schon vorher rumgetrieben hat, das will ich gar nicht wissen. Ist auch eine interessante Landschaft hier, ne? In der Mitte gibt es so Grasflächen und überall andersrum liegen Steine. Autsch. Und ich wollte gerade mal eben zeigen, wie das dann aussieht, wenn man Level Up hat. Oder muss ich einfach nur möglichst viel fressen? Oh, Entschuldigung, habe ich mir was weggefressen. So, Level Up. Schön gemacht, oder? Und da seht ihr da oben, da kriegen wir neue Robux und dann kann man da eventuell dann auch ein neues Vögelchen für kaufen. Oder freischalten. Einen Vogel kaufen. Tja, das Ganze zieht sich jetzt hier schon so ein bisschen hin. Kann ja schon mal sagen, das fühlt sich auf jeden Fall richtig an vom Fliegen hier. Ich würde sagen, wir gucken uns aber mal ein anderes Vögelchen an. Dazu geht ihr einfach hier im Escape-Menü, also drückt die Taste Escape und dann Reset Character. Falls ihr euch fragen solltet, wie das weitergeht, habt ihr was gelernt und ja, neuer Rekord, Session Length. 29 Minuten, Entschuldigung Olaf, 29 Minuten, 5 Sekunden, 18 Essen gegessen. Und ich würde sagen, wir schalten mal für 10 Tokens, für 25 Tokens... 30 Tokens. Ah, hätten wir noch ein bisschen mehr aufgelevelt. Schalten wir mal den hier frei. Die Krähe. Die Krähe kann Fische essen, Schnecken essen, Früchte essen und Insekten essen. Oh, weia. Longest run. Oh, und ich lande direkt im Wasser. Fang wieder bei 1 an. Hat den Vorteil, dass ich wahrscheinlich in den ersten Leveln, relativ schnell dann neue Dinge bekomme, beziehungsweise Level-Ups bekomme, wo ich wieder 5 Taler dafür bekomme. So, was war das? Insekten. Insekten, Insekten, Insekten. Blumen nicht, ne? Ne, Blumen nicht. Häschen? Na, der Hase, der hat ein bisschen Angst vor mir, aber fressen kann ich den nicht, ne? Nee, da bin ich viel zu groß. Der ist ja viel größer als ich. So. Da haben wir Biber und Scribbles und das ist alles total süß. Aber ich weiß nicht, wo ich Insekten finde. Blümchen, Blair mal Hammer schon, aber Insekten noch nicht so wirklich. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Aber ich glaube, der Magen dieses Vogels ist größer. Also ich habe den Eindruck, dass da unten die Foodleiste langsamer, schneller wird. Schneller, langsamer. Also oh, Nüsse können wir auch essen. Nüsschen! So, wir fliegen mal wieder so hoch, wie wir können. Oder? Was ist da denn los?
Hui, ist Versammlung, guck mal. Häschen und zwei Vögel, die sich vielleicht sogar lieb haben, aber ich weiß nicht, kann man. Hallo, wer bist du denn? Hallo. Hier, ich bin eine Nebelkrähe oder irgendwie sowas. Ich bin ein Unglücksrabe. Level up! Und wie viel Coins kriegen wir? 5. Okay. Geht auf jeden Fall so, geht's auf jeden Fall schneller. Können wir den hier auch essen? Yes! Was übrigens auch geht, hier, Luftbetankung, pass mal auf. Hier, Achtung. So, und ich wollte es zeigen, und das ist natürlich der Vorführeffekt, so. Kennt ihr ja, ne? Von Flieger werden ja auch in der Luft betankt. Ach, guck mal, der ist ja schön. Hallo. Möchtest du mein Freund sein? Hallo. Guck mal, ich habe auch coole Flügel. Ich kann die aber nicht so ausbreiten wie du. Doch. Ich glaube, der ist auf der Balz, ne? Oder wie das heißt. Der macht hier Paarungsrituale. Gucken, wie hoch wir eigentlich hier insgesamt fliegen können. Das interessiert mich gerade. Wir haben ja gut gegessen. Fliegen wir mal hoch in Richtung Sonne. Ups. Hallo? Nein, nicht in den Kopf stoßen. Ach, wir können ja auch Fische fangen. Ich habe noch keine Fische gesehen. Also zumindest sieht das für mich so aus, ne? Ich glaube, höher geht's nicht. Und... Das ist jetzt aber ein bisschen unrealistisch, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wo gibt's denn hier Fische? Lass uns mal hier über das Wasser fliegen. Ich will jetzt Fische finden. Da ist ein Fisch. Nee, das ist ein Käfer. Das ist ein Käfer, der im Wasser rumschwimmt. Der hat sich... Ich glaube, der überlebt das auch nicht lange. Vielleicht haben sie die Fische ja unterm Wasser versteckt. Ach, hier kann man auch herfliegen. Doesn't look intended, though. Ja, und so sieht die Welt von unten aus, ne? Aber auch hier keine Fische. Fischi, fischi, fischi. Es ist ganz schön fischi. Wir steigen mal lieber weiter auf. Komm. Nein, das Game ist abgestürzt. Das kommt häufiger mal vor. Bis jetzt hatten wir immer Glück bei Roblox. Es kann immer wieder sein, wenn ihr zum Beispiel ein Tycoon spielt oder solche Dinge mehr, dass das Spiel plötzlich die Verbindung verliert und dann, ja, ich mach das mal wieder hin. So, da sind wir wieder. Ich glaube, ich schmeiß mal ein bisschen Geld hier ein, weil ich das Spiel cool finde, unterstütze die Entwickler und kaufe deswegen hier mit Robux. Jawohl. So, und was kann der Vogel? Er kann wieder Insekten und Körner fressen. Na toll. Ich frage mich auch, was da unten diese anderen Spielmenüs noch sind, ob man die auch freischalten kann. Gucke ich gleich mal. Zumindest nehme ich aber jetzt erstmal die 5 Punkte mit. Da bin ich ja gierig. So, was mich jetzt ein bisschen irritiert, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben und erklären. Da ist ja ein Menü an der rechten Seite, beziehungsweise eine Rangliste. Was genau hat es damit auf sich? Erschließt sich mir derzeit nicht so. Also was muss man tun, um da der Beste zu sein? Ist mir gerade nicht so ganz klar. Was da? Ein Nüsschen. Nüsschen. Schmackofatz. Aber ich glaube, irgendwie, je größer die Vögel, also je weiter die Vögel nach unten in der Liste sind und weiter nach rechts, desto größer ist der Tank, der Tankinhalt von dem Vogel. Und ja, also, ich habe mir ehrlich gesagt von dem Bird Simulator ein bisschen mehr versprochen, ein bisschen mehr Inhalt. Aber das kann ja noch kommen, ne? Die Spiele werden ja auch immer wieder geupdatet. Auf jeden Fall aber eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr angenehme Spielidee, hier einfach mal ein Vogel zu sein und zu fliegen und
Ja, das ist ja so ein Simulator, ne? Man kann halt als Vogel hier rumfliegen, man kann neue Freunde treffen, man kann auf Entdeckungsreise gehen, auch wenn es nichts zu entdecken gibt. Man kann, doch, und die Unterwelt, die haben wir schon entdeckt. Und man kann das tun, was ein Vogel so tut, nämlich Körner fressen und Insekten und sowas alles. So, gucken wir mal hier. Wollen wir für euch noch einen raushauen? Ah, 1000 Robux, das ist zu viel. Also die Preise sich ausgedacht hat, keine Ahnung. Den können wir noch freischalten. Was ich mich ja frage, ob wir das hier freischalten können. Für 3 Tokens kann man das freischalten, warte mal. Social, Realistisch. Andere Flugmechaniken. Machen wir das mal. Kostet 3 Tokens. Bin ich immer gespannt. Soll ja nicht heißen, dass ich euch nicht alles gezeigt habe. So, und jetzt? Aber man fliegt mit dem Vogel an dem Stand weiter, wo man war. Bis jetzt ist noch nichts neu. Release to glide, das ist auch klar, das haben wir ja schon. Also, dive. These are important. I already know. So. Genau. Hunger. Gesundheit, Essen, Wasser. Vielleicht kriege ich ja jetzt Schaden. Nein, auch nicht. Okay. Ach, ist das cool. Ich glaube, da kann ich euch ganz schön mit auf den Senkel gehen, wa? Ich lasse das mal lieber. So, jetzt gucken wir mal hier. Pass mal auf. Aua! So, hier der Luftbetankung. Oh, das geht nicht mehr. Oh. Hallo? Wasser? Essen? Hallo? Nose! Ich will nicht verhungern. Ich brauche ein Insekt, ein irgendwas. Oh, da ist was. Nein, ich brauche Wasser. Was passiert? Ich verdurste. Nein! Ah, ich sehe schon. Hunger und Essen nimmt jetzt kontinuierlich ab. Nein, ich vertrinke. Vertrinke natürlich. Ich ertrinke, ich armer Vogel. Nein, komm. Ja, oh, Gott sei Dank. Eieiei. Ja, also, ihr seht, es gibt jede Menge Abwechslung hier drin, aber die Grundmechaniken sind überschaubar. Wenn ihr es trotzdem spielen wollt, Link packe ich in die Beschreibung. Wünsche euch viel Spaß damit. Schaut auch gerne meine anderen Roblox-Videos an. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst einfach und bequem ein kostenloses Abo da. Link zum Abo und zum Spiel sind beide in der Beschreibung. Und ich fliege jetzt gen Mond. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Roblox, ich freue mich drauf. Tschüss und bis bald.